Willkommen zurück bei Skyrim. Wir machen weiter mit dem Wiederaufbau von Helden. Helden Reborn heißt die Mod. Und reden mal mit Markus Janus. Übrigens, wenn euch die Mod interessiert, ich tue in der Videobeschreibung von jeder Folge, die ich jetzt aufgezeichnet habe mit Helden Reborn, habe ich die benötigten Links für die deutsche Lokalisation und für die eigentliche Mod verlinkt. Da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, euch mal genauer informieren. Jetzt reden wir mal Markus Janus an. Seid ihr über Falco im Bilde? Yes, I have. Please, come with me. Korst is meeting us downstairs. Let's get this over with as quickly as we can. Gut, wir sollen mit Markus über Falco reden. In der letzten Folge haben wir einen Haufen Trophäen gebaut. Patsy hat, wir müssen dazu das Material, das in dem dazugehörigen, in der Bauanleitung drin steht, zu Patsy liefern. Der ist in der Taverne. Well, Falco, you succeeded in getting Valerius killed. I hope you're happy. Marcus, I'm so sorry. They had my sister and told me they would kill her and her children. They're all the family I have left. Please, Marcus. Falco, did you really think you could negotiate with those maggots? Did you really think you could trust them? You are a fool. But gods, what am I going to do with you? He is a traitor, and shall die a traitor's death. You're probably right, Korst, but I don't know. What do you think about all this? I'm concerned that Valerius's death may cloud my judgment. I don't want to make the wrong decision. So, wir sollen jetzt entscheiden, ob der Verräter leben bleibt oder nicht. Ja, der ist, eigentlich ist es eine arme Sau, wenn das stimmt, was er uns erzählt. Und nur dann, wenn das stimmt. Er sagt ja, dass seine Familie bedroht worden ist und er deswegen den Verrat begangen hat. Und wenn das stimmt, ja, also ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn das so ist. Wenn er uns allerdings eine Lügengeschichte aufgetischt hat, dann, ja. Korst hat recht, er ist ein Verräter, lass ihn von Korst töten. Er hat mich fast umkommen lassen, ich werde ihn auf der Stelle töten. Nein, das mache ich ganz bestimmt nicht. Ich komme schließlich klar, ich bin schließlich Dobakin. Das war genug Tod für heute, verbannt ihn. Ich denke, wir verbannen ihn. Yes, perhaps you're right. Korst, release him. Falco, you will not die this day. Not by my hand. But if I ever see you again, I'll kill you myself. Now go to whatever fate the gods may have waiting for you. Oh, gods. Thank you, Marcus. But what have I done? I'll never be able to live with myself for this. Oh, gods, what have I done? Valerius is dead because of me. Oh, gods, no! It is finished. We did what had to be done, Korst. You're dismissed. Yes, sir. Kann ich mit ihm noch reden? Stopp. Bleib doch mal stehen. Falco, naja, gut, vielleicht treffen wir ihn später nochmal. Also, ich glaube, dem lag wirklich das Gewissen. Habe ich den Eindruck, es war wohl die richtige Entscheidung. So. This whole thing with Falco has been a mess. And we've paid for it with our dearest blood. But were it not for you, we'd probably all be dead now. We owe you our lives. Seems all I do lately is keep thanking you for your help. Ihn zu töten würde nichts ändern. Es war die richtige Entscheidung, so ist es. I believe now that we can finally put all these things behind us and live in peace. Ja. Hoffentlich könnt ihr in Frieden leben. Gibt es Neues bezüglich der Stadt? Yes, well, as you can see, the construction continues to move along nicely. Patsy will run the inn for now, at least until we can find a proper innkeeper. And Sienna and Balfring have both decided they no longer want to live a soldier's life and wish to retire. Oh. As you probably already know, Balfring is a skilled blacksmith. And Sienna is becoming quite skilled in her armoring craft. Na, dann haben wir they both want to work together and open a shop. And who am I to stand in their way? It should be open for business soon, if you need anything. There's also one of the workers, the Argonian woman.
who wants to open an alchemy shop once the construction's finished. As far as I'm concerned, she's earned it. And any town worth its weight needs an alchemy shop. Okay, das klingt doch erfreulich. Also zwei von den Wachen, die haben festgestellt, es ist nicht das Richtige für sie. Die wollen aber eine Schmiede und eine Rüstungsschmiede aufmachen und einer der Arbeiter, ein Agonia, möchte einen Alchemieladen aufmachen. Das klingt doch prima. Wenn Balfring und Sienna ausscheiden, was ist mit Korst und Altan? Korst? Oh, he'll never retire. He'll die an old soldier with his boots still on. It's just what he does. But this is a good thing, as he's needed to help keep the guards on their toes. Alton, he'll stay on and help Korst, while he continues his studies of the old Redguard ways of the Swordsingers. Mm-hmm. It's such a shame that art has been lost to the sands of time and history. Maybe he can learn enough to revive the old ways someday. When people lose connection with their heritage, they lose a part of themselves, you know. Also Korst und Altern werden im Dienst bleiben. Er meint, Korst wird in seinen Stiefeln sterben, der wird nie was anderes machen als Soldat sein. Und Altern, der wird wohl die alten zwei Waffenkünste studieren und mal schauen, was dabei rauskommt. Was ist mit euch? Who, me? Well, I've decided to reach out to a few wholesalers I know and start up the old shop again, right here in Helgen. So keep your eyes open for the store to open. I'm sure you'll find some things you can use. Other than that, once the construction's finished, a couple of the workers have said they'd stay on and work around town. You know, just general maintenance and so forth. But we need them, that's for sure. A couple more may even join the town guard. Okay, also die Arbeiter, die werden hoffentlich in der Stadt bleiben, weil die Stadt muss ja auch, wenn sie wieder aufgebaut wird, instand gehalten werden. Sie werden auf jeden Fall gebraucht. Und ich soll auf die Eröffnung des Ladens warten. Da soll für mich Nützliches dabei sein. Ihr habt für die Stadt Großes geleistet, aber sie brauchen einen Anführer. No. My leading days are over. I'm ready to settle down and live a quiet, peaceful life. When we're ready, we'll most likely set up a small town council. And then we can each take turns, acting as sort of an executive officer for the week. But none of this would ever have been possible without you. This new town owes its very existence to you. Also er möchte nicht der Anführer werden. Er denkt über die Einrichtung eines kleinen Stadtrats bei. Und jeder von den Stadträten wird mal eine Woche sich um die Sachen kümmern. Ja, gut, und Valerius auch? Yes, Valerius too. I've decided to commemorate the town with a little something special. Oh, it's nothing elaborate, but I thought a little something in remembrance of those who have lost their lives here would be fitting. But that won't be until after the construction's finished. So keep your eyes open out by your private tower for it. And with that, my friend, it's been a long couple of days, and I'm sure you have other adventures to seek. Don't be a stranger, friend. And don't forget to stop by the shop sometime. I'm sure all the merchants will give their best prices to you once we're open for business. I'm proud, very proud, to have known you. And I cherish the privilege of calling you a friend. I hope to see you soon. Abgeschlossen, redet mit Markus und alles unter Dach und Fach zu bringen, achtet auf die weiteren Baumaßnahmen in Helgen. Ja, also, er hat uns nochmal auf den Silk, ja, mach doch mal Pause, das ist wirklich nicht dein Job, du hast den ganzen Haushalt zu hören, Mädel. Warte mal, geht's jetzt noch weiter? Achtet auf die weiteren Baumaßnahmen in Helgen. Ich mache hier mal einen kurzen Spielstand speichern. Das möchte ich nicht wiederholen müssen. Ich habe eigentlich heute mit ein bisschen mehr Action gehofft. If I could, I'd kill that slimy skeever Falco for what he did to us. Hopefully the shop will be finished soon. Don't Hallo forget Sienna, to come and müsst, see me when we're tun, mal gucken, was okay. Das bedeutet. What is it? Kommt mit. Achso, ich könnte... Ich bin direkt hinter euch. Ich könnte sie als Begleiter anheuern, das ist gut zu wissen. Aber Sienna wird ja jetzt dann eine Schmiede eröffnen, haben wir gerade erfahren.
Jo, dann schauen wir mal, ob sich in der Stadt inzwischen was verändert hat, ob dieser Laden inzwischen geöffnet ist, aber wahrscheinlich muss der erst ein bisschen Zeit verstreichen. Aber machen wir mal einen Rundgang. Vielleicht hat er in der Zeit, in der wir da unten mit dem mit Markus gesprochen haben, sich an der Oberfläche was getriggert. Okay, das schaut hier in dem Bereich, schaut ja eigentlich alles gut aus, als ob alles repariert wäre. Dann wachen. Is it true that the Thalmor are capturing Talos worshippers and selling them as slaves? Herd, I always knew they had no honor. Das sind die, die wir geprüft haben. Die Wachen, die wir als Frischlinge angeheuert haben. Also hier gibt es noch einiges zu tun, da ist noch lange nicht Ende. Vielleicht sollte ich mal Folgendes probieren. Mal kurz das Geraffel, das ich noch im Inventar habe, aufräumen. Das mache ich offscreen und dann reise ich nochmal hierher. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir wegreisen und wieder herkommen, dass sich bis dahin wieder was verändert hat. Also bis gleich. So, ich habe jetzt noch zwei Nebenquests abgegeben. Ein Buch bei Ursa Großschub und dann die Pelze. Ihr habt es ja oben auf dem Blocken gesehen. Ich habe euch in der letzten Folge mehr ein bisschen Action versprochen. Das werde ich jetzt auch tun, während wir Zeit verstreichen lassen. Tötet den Drachen in Nordwindspitze. Das schauen wir uns an. Da gehe ich mal in Stealth-Modus, bevor ich da hinreise. Karte. Nordwindspitze, ja. Haben wir schon mal gemacht, aber gut, das ist ein Auftrag. Wahrscheinlich von einem Jahr, keine Ahnung, wo ich den jetzt her habe. Das schleppe ich schon länger mit mir rum. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, diesen Auftrag. So, da oben ist er auch schon, der Drache. Ich brauche sowieso wieder ein bisschen Nachschub an Drachen für Drachenpfeile. Und Schuss. Bumm. Blutdrache? Ja, jetzt hast du mich entdeckt. Na, komm her. Na? Ruppler noch. Hey, boah, jajajaj. Sind meine... Was? Der hat noch ein DOT drauf gehabt, der Pfeil. Der schnellste Drachenknampf aller Zeiten. Ich glaub's ja nicht. Drachenschuss, Gold, Rubin. Okay, ja. Oh, lieber Himmel. Meine Waffe. Ich spiele aber schon noch auf Legendär, oder? Muss ich gleich mal gucken. Oder hab ich das? Oder hab ich das verpeilt? Stellungen. Gameplay. Experte. Nö, ich hatte runtergestellt. Okay, das erklärt einiges. Normalerweise hätte das ein bisschen anders laufen sollen. So, jetzt ist wieder auf Legendär. Ich mache ja immer Werbung damit, dass ich auf Legendär spiele. Aber so wie es ausschaut, ich hatte nicht mal dran gedacht, so wie es ausschaut, hatte ich einen Grund dazu, Schwierigkeit runterzustellen. Da wären die Arena-Kämpfe dann auch spannender geworden. Das ist jetzt direkt ein bisschen ärgerlich. Gut, wir haben noch eine Quest. Lass dir von Anuriel das Kopfgeld geben. Und jetzt schauen wir uns das mit dem Riesen hier an. Hallo? Ich möchte das gerne auf der Karte sehen.
werde ich wohl so suchen müssen, Lagerschlacht. Aber warte mal, habe ich eine ungefähre Richtung wenigstens? Richtung Osten von hier aus. Nein, Mensch. Hä? Meint der Solstheim? Das gucke ich mir mal an, aber das mache ich offscreen, nur wenn ich da was finde. Bis gleich. Also Solstheim war es nicht, aber beim weiteren Versuch ist das Lager Schlafbaum plötzlich auf der Karte zu sehen. Das mache ich aber im Stealth-Modus. Und dann gehen wir mal getarnt dorthin. Das Kopfgeld, das hole ich bei Gelegenheit dann mal ab. Das ist jetzt nicht relevant. Gut. Abgeschlossen. Achtet auf weitere Baumaßnahmen. Helden der Afghanen. Auf meinen Helden kommt gut voran. Habt ein Auge auf die weiteren Veränderungen. Es lohnt sich also, wenn man dann nach dieser Sache hier einen Blick nach Helden werft. Das ist ja das, was wir eigentlich wollten. Das hier ist ja eigentlich nur... Wir haben halt konstruktiv ein bisschen Zeit verbracht. Ohne zu warten. Ich meine, ich habe euch ja auch ein bisschen Action versprochen. Und die Heldengeschichte sieht momentan nicht so aus, als ob noch weitere Action kommt. Aber bumm, ein starker Riese. Na? Bumm. Tja, trotz legendär meiner Ausrüstung ist halt einfach mal Wahnsinn. Lass dir von Brill das Kopfgeld geben. Und was bewachst denn du? Meine zwei Pfeile kriege ich wieder. Yay. Ach komm, die eben Erzstiefel behalten mal. Den Riesenzähn nehme ich mit. Das auch, den Hockerzahn brauche ich nicht mehr. Den hätte ich in der letzten Folge benötigt. Gold. Meister Robert. Ey, die ist ja Gewicht 1, 3400 Werte. Welche blöd, wenn ich die liegen lasse. Stab der Reiserei. Nö, mag ich jetzt nicht. Was? Schlafbaum? Was ist das denn? Gesundheit? Schlafbaumsaft? Ich nehme das mal mit. Ich weiß jetzt nichts damit anzufangen, aber ich sollte das mal in meinem Haus einlagern für den Fall, dass mal eine Quest nach Schlafbaumsaft verlangt. Erstmal mal ein bisschen Riesenkäse. Hallo? Jetzt wollte ich gerade mal ein bisschen Riesenkäse essen, dann kann man den gar nicht essen, oder was? Hm, keine Ahnung, naja. Gut. Also, das wäre erledigt hier. Dann geht's zurück nach Helden. Moment, da gibt's doch bestimmt noch eine Truhe. Nö, ich sehe ja auch weit und breit keine Mammuts und keine Riesen mehr. Gut, dann ab nach Helden. Wir gehen diesmal zum Haupteingang und lassen uns überraschen. Und dann bin ich mal neugierig, was sich da getan hat. Ob die das geschafft haben, innerhalb von, ja, was weiß ich, zwei Ingame-Tagen einen Laden aufzubauen. Und das ganz ohne Kran und moderne Bauwerkzeuge. Schon erstaunlich. Ja, die Waffen brauche ich nicht mehr. Hier bin ich unter Freunden. Also ein bisschen was ist hier noch kaputt, wie man sieht. Mal ganz kurz schauen, was in der Quest steht. Ja, also wie gesagt, die beiden Kopfgelder hier
sind jetzt nicht so dringend. Habt ein Auge auf die weiteren Veränderungen. Gucken wir mal. Braucht etwas? Hm? Oder war das nur eine Zwischenmeldung? Ich kann jetzt hier nichts Signifikantes feststellen. Doch, das da ist fertig. Was ist denn das? Xenas Haus, okay. Das Haus da drüben ist auch fertig. Das sieht nach Schmiede aus, dem Schild noch zu urteilen. Hammer und Amboss, ja. Gucken wir mal rein. Es ist geöffnet. Seltsam. Oh, schick. Gefällt mir gut. Was haben wir da alles? Das ist nur Deko. Das könnte man gar nicht klauen, selbst wenn man es will. Ist aber toll gemacht. Ist der Keller auch so schick? Der Keller ist praktisch die Wohnung. Kann ich in dem Bett schlafen? Wahrscheinlich nicht. Doch. Dann verbringen wir hier mal die Nacht. Und dann schauen wir mal, ob der Laden schon geöffnet hat. Ich meine, er hat uns ja tolle Sachen versprochen. Können wir mal gespannt sein, was es hier gibt. Aber ich vermute, meine Ausrüstung ist so hoch verzaubert, da kommt nichts mehr drüber. Da kann selbst ich nichts Besseres mehr bauen. So, it's true. You're Dragonborn. Shaw's Bones. I wouldn't have ever believed it. Remember, I'll buy any old armor and weapons you don't want. Jo, was habt ihr zu verkaufen? Oh, lots of odds and ends. Take a look. Was hat denn an Waffen? Ein bisschen sortiert anzeigen. Ebenerzwaffen, Eisenzirkel, okay. Spitzhackenstahl, Kriegsachsstahl, Pfeil. Ist eigentlich, ja gut, sind ein paar verzauberte Sachen dabei. Aber nichts, was mich vom Hocker hauen würde. Kaiserliche Stiefel, Zwergenschienen der Alchemie. Nichts, was mich vom Hocker hauen würde, aber immerhin. Ebenerz hätte er, wenn ich das mal bräuchte. Gut. Also bis Ebenerzwaffen könnte man bei ihm wohl kaufen. Wäre ja nicht schlecht, wenn er auch dätische Waffen hätte oder so. Well met, friend. Vergesst es, ich muss gehen, das wäre sehr unüblich. Was habt ihr zu I think you might find something you need. Take a look. Dann eben als Buch, die hat dasselbe. Also im Prinzip dasselbe. Aber man käme hier an ein paar Verzauberungen zum Zerlegen ran, aber die habe ich alle schon, denke ich. Man käme auch an relativ guten Schmuck ran. So, also schlechtes Sortiment nicht, es ist halt, es kann halt mit meinen Sachen nicht mithalten, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt Level 20 wäre. Say, when are you going to take me with you on one of your adventures? I'm beginning to wonder if I smell bad or something. Was? Oh, hello. Die würde mitgehen? Okay. Ich sag, wann nimmst du mich endlich mal mit auf ein Abenteuer? Ich hab schon das Gefühl, ich stinke oder so. Nein, du stinkst nicht, aber. Ja, ich meine, Sienna ist ja aus dem aktiven Wachdienst ausgeschieden. Was ist denn da in dem Turm drin? Entscheidet auch immer da ziemlich ganz aus. They say you killed an entire prison full of ordinary soldiers. Ja, ich denke nicht, dass ich hier was finde. Zumindest jetzt noch nicht, vielleicht später ist alles ziemlich kahl da drin. Also wir haben jetzt Sienas Haus, wäre das hier. Gehen wir mal rein, gucken wir mal.
Aber da dürfte es nichts Interessantes geben. Ja, nettes kleines Haus, aber wie erwartet, nichts von Bedeutung. Einfach nur Dekoration bzw. Kulisse. Das Haus da ist auch schon ziemlich ganz. Ist das der versprochene Laden? Nee, das ist noch Baustelle, okay, aber es wird gebaut und wie gebaut wird. Von dem Eingang aus, die Gebäude hier, die werden wahrscheinlich dann bei nächster Gelegenheit fertig sein. Gut, lass mal eben noch ein wenig Zeit verbringen. Können wir das irgendwie konstruktiv machen? Den Banditenanführer töte ich nicht. Der sagt immer, der grüßt immer sehr freundlich, der greift mich überhaupt nicht an. Den kann ich doch nicht umbringen, aber leider kann ich die Quest nicht abbrechen. Aus kleiserliche Anhängerknochen, Rüstungsrezeptur in meinen Besitz bringen. Kajos Mapmarker, töte den Anführer von Grotte des zerbrochenen Ruders. Wo ist denn das? Das könnte man machen. Das könnte man machen, um die Zeit sinnvoll zu verbringen. Und wie gesagt, es ist wieder ein klein wenig Action. Habe ich euch ja versprochen. Wenn es auch jetzt nicht wirklich zu der Quest dazugehört. Aber wir ziehen das jetzt durch. So, wir sind hier in der Nähe. Ich habe noch 5 Minuten Aufnahmezeit, theoretisch, also ich strebe ja immer eine halbe Stunde an, so genau nehme ich es an für sich nicht. Mal sind es mehr, mal sind es weniger. Ich habe vor, das jetzt in dieser Folge so oder so noch durchzuziehen, egal wie lange das dauert, damit die Folge noch ein wenig Pep bekommt. Nicht bloß viel Gerede ist. Wir schleichen mal. Ich könnte mal wieder, Moment, das im Nahkampf gehen, habe ich Seelensteine, die es zu füllen gilt? Nein, dann kann ich genauso gut den anderen nehmen, der macht mir Schaden. So. Und ab dafür. Ja, das war genau die Stadt. Oaxaca? Von Oaxaca habe ich jetzt hier nicht am Ende erwartet. Schleichangriff für 15 Mann Schaden. Haha. Der Treppenwitz. Nehme ich jetzt nicht mit. Hier aber schon richtig, oder? Irgendwie nicht. Ja gut, jetzt sind wir schon hier. Jetzt schaue ich mich hier auch um. Oh, der macht einen Satz. Und das mit dem kleinen Dolch, das ist dann schon ein bisschen unglaubwürdig. Der sieht mich auch nicht kommen. Also das nächste Mal, wenn ich Horker-Fleisch brauche, Horker-Stoßzähne und weißt du, was, weiß ich, wo ich zu suchen habe, nämlich hier. Die respawnen ja wieder. Aber ansonsten gibt's hier nichts von Belang. Dann muss ich wohl in eine benachbarte Höhle rein. Der Questmarker deutet das ja auch an. Kommt es auch an. Gerade spontan Bock, mal wieder im Zweihänder zu kämpfen. Gibt auch spannendere Bilder. Moment. Oh mein Gott.
Gut. Also dann kämpfen wir uns da mal durch. Da werde ich schwimmen müssen, würde ich dich. Bäh, und ist bei dem Eiswasser arme Belaya. Sieht nach Nierenwurz aus, aber die züchtig. Ich laufe den Dingern nicht mehr hinterher. Zum Glück habe ich genug Ausdauer, dass ich das lang durchhalte. Ich wünschte, hätte ich in der Elder Scrolls Online auch. Aber das ist ja auch kein Dovahkiin, was ich in Elder Scrolls Online habe, sondern einfach nur ein fast normalsterblicher, ehemals seelenlos, seelenberaubt, Seele ist zurückgeholt. Aha, okay, das sieht gut aus. Und ich denke, ich mache die Knüppel aus dem Sack Taktik. Grotte des zerbrochenen Maruders entdeckt. Gut. Ihr habt's gehört, die Folge wäre eigentlich voll. Ich überziehe jetzt ein bisschen. Und vielleicht schafft man es ja, auf die Weise noch einmal Zeit zu verbringen und den Fortschritt in Helden zu beobachten. Darum geht's ja eigentlich. Irgendwie konstruktiv die Zeit zu verbringen, nicht einfach nur blöde zu warten. Gut, das gucken wir uns an. Oh mein Gott, das wird was Größeres. Ihr seid schon eine Weile hier. Wie war das denn damals? Oh, ich schätze, das wird eine neue Folge. Das wird eine neue Folge. Ja. Okay. Machen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.